Hallo und herzlich willkommen hier bei Okay Let's Play zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, wir haben lange nichts mehr gebracht, aber irgendwann muss ja immer wieder was kommen. Dieses Mal wieder was vom Handy. Die Fußball-App, Newstar Soccer, beziehungsweise Newstar Fußball. Da muss man mit einem eigenen Spieler eine Karriere durchspielen und verschiedene Spiele spielen. Dann würde ich sagen, lesen wir erstmal den Eingangstext. Willkommen bei Newstar Soccer. Du stehst kurz davor, die spannende Fußballkarriere eines jungen Spielers zu beginnen. Zuerst musst du aber dein Profil erstellen. Würde ich sagen, machen wir das. Hier heißt mir mit Vornamen. Dann wähle ich OK. Mit Nachnamen. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Wenn man richtig schreiben kann, dann wird es wahrscheinlich noch einfacher zu finden. Er hat irgendwie keinen Bock. Ah. Ja. Okay. Ja, wir sind männlich. Wir kommen aus Europa, sind Deutscher und wollen auch in Deutschland spielen. Weiter. Dann geht's jetzt. Gut, du musst ein Probetraining absolvieren. Und dann wissen die halt, wie gut man ist, muss man ein paar Skills jetzt am Anfang machen. Schießt den Ball zwischen die Stangen, so indem man ihn so nach hinten zieht, nach dem Ball, dann wird da so ein Pfeil angezeigt. Und du musst das durch diese Stangen machen, dann musst du einfach loslassen. Dann den Ball, der hier ist, in der Mitte treffen, dann schießt man hier halt doll. So, jetzt müssen wir mal unsere Freistoß-Skills zeigen mit Anschneiden, so rechts an der Seite anschneiden. Und der geht rein. Was ein Wunder. Krafttest. Jetzt müssen wir ein Tor gegen den Torwart schießen. Auch drin. Was ein Wunder. Müssen wir gucken, wie schnell wir sind, weil jetzt können wir über den Bildschirm wischen. Und so nach vorne, dann dribbeln wir so. Müssen wir das Hütchen abschießen. Haben wir auch geschafft. Und Gratulation. Deine Fähigkeiten haben Zwickau beeindruckt und sie bieten dir einen Vertrag an. Ja, wenn du für einen größeren Verein spielen willst, wirst du deinen Star-Status erhöhen und in der dritten Liga Deutschlands beeindrucken müssen. So, wir sind bei Zwickau. Hier sind dann auch immer so kleine Zeitungsartikel. Und jetzt werden wir erstmal überrannt von ganz vielen Informationen im Hauptmenü. Ganz einfach. Oben kann man sich so eine Ingame-Währung holen. Die Ingame-Währung ist aber, ja gut, davon kann man sich nicht wirklich viel kaufen. Dann sieht man den Namen, wie alt wir sind 16 Jahre alt, unser Level, wir sind Level 1 und haben auch die Energie hundertprozentig. Darunter sieht man unseren Status, unter anderem die Fähigkeiten, also wie gut wir sind, Zufriedenheit und den Lifestyle. Darunter noch die vier Möglichkeiten mit Mitarbeitern kaufen, Fußballschuhe kaufen, Energy Drinks kaufen und Energy Drinks trinken. Nämlich die Energy Drinks braucht man für die Energie, damit man ja 100% Energie hat. Bei Vertrag sehen wir unser Gehalt, 40 Ringe pro Spiel ein, auf jeden Fall, und wenn wir ein Tor schießen, auch ein. Dann die Sponsoren, die werden wir später kriegen, da kriegen wir, haben wir ja keine Sponsoren. Unten kann man dann noch auf Liga tippen, dann sieht man die Tabelle und da kann man auch an den Spielplan gehen, unseren Spielplan durchgucken. Rechtsdrehen kann man die Fähigkeiten aufbessern, werde ich aber nie machen, kann ich von vornherein sagen, werde ich nicht machen. Und im Leben kann man so beim Lifestyle sich ein paar Sachen von dieser Ingame-Währung kaufen. Ja. Also Ingame-Währung kann man für Energy-Dings ausgeben, wenn man die kauft, und für den Lifestyle. Wenn man den Lifestyle auch gut hat, dann wird später, kriegt man auch eine Freundin. Jetzt stand da gerade, müssen wir gegen Werder 2 spielen, das ist unser erstes Spiel hier. Zwickau gegen Werder 2. Und ja, würde ich einfach mal sagen, geht's los, oder? Gehen wir auch starten. Da oben rechts können wir sagen, das Spiel soll ein bisschen schneller durchlaufen. Und hier sehen wir immer so einen Live-Ticker. Wir haben direkt mal ein Tor gemacht. Und jetzt müssen wir selbst was machen. Da stand nämlich gerade, der Ball geht an Let's Play. An OK Let's Play. Sehr Let's Play holt sich den Ball. Ich bin so ein gerne in Vorlagengeber. Das macht mir immer Spaß. Und da ist es zweimal. So. Und jetzt sagen die dir, wenn du nochmal das Tor angucken willst, dann kannst du unten rechts auf Wiederholung ansehen drücken. Und jetzt sieht man nochmal eine Wiederholung vom Spiel. Mhm. Die Aufnahme in der Aufnahme. So, 2-0 war das. Wir haben schon wieder den Ball. 13. Minute. Wir haben
mal 15 Minuten, wir machen schnell sehr viel Druck. Wir gehen jetzt nicht rein. Ja. Da dribbel ich mich jetzt ganz easy vorbei. Den macht er nicht. 23 Minuten. Ja, da machen die zwei jetzt wahrscheinlich im Konter direkt. Verteidigen kann man leider nicht. Man kann nur die Angriffsszenarios spielen von einem selbst. Beziehungsweise am Mittelfeld. Szenarios. Ja, wo wird das 3-1? Das 3-1, 27 Minuten, torreiches Spiel. Interessant aber. Unten kann man das während des Spiels noch den Einsatz bestimmen. Also mit wie viel Einsatz man dabei ist, dann wahrscheinlich auch die Chancen reguliert. Also geht natürlich auch die Chancen ein, aber umso mehr Einsatz man zeigt, umso weniger Energie hat man dann auch am Ende. Konzentration ist, man sich eher auf den Angriff oder auf die Verteidigung oder Mittelfeld konzentriert. Ich bin jetzt einfach mal Mittelding so dazwischen und bei uns läuft's ja. Also ich habe jetzt mal das 3-2 und das 4-2 nicht kommentiert. Aber bei uns läuft. Zwickau wird in die erste Liga aussteigen. Ich sag's euch. 5-2. Das war seine Flanke von mir und dann ist er drin. 3 Vorlagen in einem Spiel. Boah. 5-3 geht's sogar aus. Ja, ich hätte mir natürlich nicht so viele Gegentore gewünscht, aber jetzt sollen wir hier unsere Sequenzen merken, die so grün markiert sind und die sollen wir dann nochmal antippen. Dann kriegen wir so einen Plus-Punkte. Und jetzt sehen wir erstmal, jetzt ein bisschen neu. Oben sieht man, welche Liga wir sind. Und dann drunter steht, wie viele Chancen wir hatten, wie viele Tore wir gemacht haben, Vorlagen und Pässe, das sieht man ja selbst. Und dann unsere Matchbewertung 10,0. Darunter sieht man 3 Balken, unsere Beziehung zum Trainer, unsere Beziehung zum Team und unsere Beziehung zu den Fans. Und darunter ist nochmal eine ganze Leiste, unser Level, das steigt dann immer auf, und wenn wir die Beziehung zu den dreien verbessern. Oder halt verschlechtern, dann geht sie wieder zurück. Wir sind nach dem Spieltag 2. steht nämlich neben unserem Namen und neben Werder 2 steht es, dass wir 17. sind. Ja, wir haben halt nicht so eine gute Differenz, weil wir haben 3 Gegentore bekommen, ja. Genau. Ja, jetzt sieht man hier wieder, wie viel Energie wir haben nach dem Spiel und wie viel Geld wir bekommen. Werbung. Toll, toll, toll. Dann würde ich sagen, geht's einfach mal weiter. Energy Drink, wir haben noch genug Energie. Müssen wir noch nichts machen und jetzt kommt Erster gegen Zweiter. Oh, jetzt müssen wir aber mal zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind. Oh, das war keine gute Flanke von mir. Das darf ich nicht nochmal machen, sonst verlieren wir wahrscheinlich. Ja, das war schon besser. Jetzt fragt man sich natürlich, warum spielt er nicht immer, wenn es zum Mittelfeld passt, ist zu der hinteren, zu der sicheren Pass? Weil dann meistens der Ball dann später im Live-Ticker vertändelt wird und dann keine Chance draus wird. Dann nehme ich lieber mal manchmal den Risikoball und dann wird, wenn es gut läuft, eine Chance draus. Anstatt dann den Ball gut zu passen, man macht selbst keinen Fehler, aber es wird kein Tor draus. So, ich habe schon eine zweite Vorlage gemacht gerade eben. Der wäre fast von, der wäre von mir selbst reingegangen. Aber er wollte nochmal über die Linie schießen, da, der Mitspieler. Und, tja, 3-0. Wir zerstören Paderborn, auch wenn es so schlecht angefangen hat. Zur Halbzeit 13 wir schon. So, dann geht's jetzt weiter. Wie mache ich das? Ich schieße ihn mal jetzt selbst, würde ich sagen. Und der geht auch rein. 4-0. Erfolg, schieß ein Tor. Ja, super. Ne? Jetzt bloß keine Gegentore mehr kassieren und dann einfach eine gute Tordifferenz haben. So sieht's aus. Ja, mal wieder eine 10,0er Bewertung und mal wieder stark gespielt. Diesmal sind wir Erster nach dem Spieltag und Paderborn nur noch 10. Ja, das finde ich gut. Da sieht man auch noch die Tabelle. Links daneben mal die Position, ob man hoch, gleich geblieben ist oder runtergegangen. Ja, genau. So, Energie ist immer noch auf 74%, das geht eigentlich klar. Und, ja. Wir wollen keine Nachrichten von denen haben. Und, ja, da es ein bisschen Erklärungsfolge war, würde ich sagen, ist die Folge jetzt einfach schon vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Ein Abo würde uns auch sehr freuen. Und dann sage ich noch Tschüss und bis zum nächsten Mal.